So, moin Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Lego The Movie Game. Ah, erstmal nochmal speichern, sicher ist sicher, weil ich habe vorhin ein kleines technisches Problem gehabt. Das Spiel meint aber mal, ich muss mit zwei Spielern spielen, obwohl ich alleine bin. Dann durfte ich das ganze Stück mit dem Tunnel nochmal neu machen, weil er mich aber anders hingespeichert hatte. Aber jetzt soll es ja hoffentlich erstmal weitergehen. Läuft ja echt super heute Morgen. Um 10.47 Uhr. Das war Dynamit. Entschuldigung. Da habe ich mich fast verschluckt. Ah ne, falsche Taste. Ah, eine Seite. Hey, eine Anleitungsseite für einen Pferdewagen. Oh ja, du Schweinchen. Hier, kleine Schweinchen. Quiek, 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 quiek. Nicht. Ja. Erstmal gucken und überlegen. Wie, was, wo machen wir? Okay. Ah. Ich öffne die Hütte, du schaust rein. Sie ist voll von bösen Robotern. Was soll ich tun? Verprügeln? Was denkst du denn? Danke. Der Rest der Anleitung. Überlass mir das. Meine Bing. Jo. Sehr schön. Perfekt. Naja, so gut wie es geht. Boah, schön. So, was kann man auch in echt kaufen? Selber zusammenbauen. Nicht gucken, ich zieh mich um. Na und? Wow, wir haben hier richtige Wildwest-Revolver. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Oh ja, das klingt nach einem sicheren Plan. Ob ich wohl ein guter Schütze bin? Ich sollte mal auf ein paar Ziele feuern. Ja, da kommen schon ein paar Ziele. Noch mehr Roboter Wildstyle. Ich meine, wenn wir zum Saloon wollen, müssen wir die Absperrung hochziehen. Hm.
Ups. Gerade zusammengebaut, schon kaputt. Tja, manche Sachen halten noch von 12 bis Mittag. So. Pärchen. Ja, es funktioniert. Was denkst du denn? Und verrate uns nicht wieder, Emmett. Tut mir leid. Hey, sag mal, kannst du mir mal erklären, warum ich so angezogen bin und was diese großen Wörter am Himmel sollten und wo wir sind, so zeitmäßig? Deine Heimat Steinstadt ist ein Reich von vielen im Universum. Es gibt auch noch das, die Piratenbucht, den Ritterverein, die Wikingerlandung, die Clownstadt und noch eine Masse anderer, die jetzt nicht interessieren. Mhm. Alle Bewohner des Universums waren einst frei, konnten reisen, sich treffen und bauen, was sie wollten. Doch President Business hielt dieses Chaos nicht aus. Er errichtete Mauern zwischen den Welten und war besessen von Ordnung und Perfektion. Er stahl eine mysteriöse Geheimwaffe, den Kraggle, und heuerte Bad Cop an, der Jagd auf alle Meisterbauer machen sollte, die ihm alles verändern. Wir, die übrig blieben, haben uns versteckt und Tunnel gebaut, um zu überleben. Und wir suchen nach dem Stück des Widerstands. Nur das allein kann den Kraggle blockieren. Kraggle. Kenn ich doch. Ich glaube, das war dieser Cop, der hat irgendwas von Kraggle gefaselt. President Business würde mit dem Kraggle in 3 Tagen die Welt zerstören. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Taco Dienstag. Ich wusste, da ist was faul dran. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen Vitruvius finden und zum Büroturm, bevor es zu spät ist. Misch dich einfach unter die Menge und tu, als gehörtest du dazu. Ah, perfekt. Howdy, ich bin ein Cowboy. Wie kommen wir zu ihm? Howdy, ich bin ein Cowboy. Ja klar, ist klar, nie ist klar. Dann wollen wir mal ein bisschen für Ärger sorgen. Na, kann man drehen oder kann man drehen? Nee, kann man nicht drehen. Dies Bösewicht. Achtung,
Mikro gekommen. Und ist nicht sonderlich geschickt. Ne, geschickt ist was anderes, hast richtig. Bisschen süße, bisschen Ärger. Mein Gott, hier geht's ja ab. Wie auf in der Party. So, mal ein bisschen Platz gemacht. Ich muss sagen, was mit der Waffe machen, aber was? No. Mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Jo, der ist auch erledigt. Ganz genau. So sieht's auch aus. So sieht's das auch. Bleib doch einfach mal da oben, mein Gott. Was der wohl bewirkt? Perfekt. Vitruvius. Wer? Noch nie von diesem Mann gehört. Der bin ich. Wer bist du? Ich bin's. Tritt mich oben in 10 Sekunden. Jo. Na, diesmal nicht alles gekriegt. Naja. Wie viel Prozent hätten wir denn? Oh, knapp. Knapp. Na egal. Machen wir mal weiter. Der alte Westen. Jep. Du kannst jederzeit mit Hilfe von Lego-Portalen zwischen den Reichen reisen, mein Gott. Folge den grünen Stadt, um die Geschichte fortzufahren. Ja. Wir sind noch nicht bei der Seefahrt. Ein ehrenwerter Bürger, nicht? Die Cooper-Brüder, diese nichtsnutzigen Banditen, sind gestern Nacht in die Bank eingestiegen und haben das verflixte Gold geklaut. Ach ja? Oh. Diese Schurken haben die Bank überfallen. Wenn du sie kriegst, bekommst du eine mickrige Belohnung. Okay, ja, dann müssen wir noch wissen, wo die sind, ne? Eine mickrige Belohnung, ja, wissen Sie da ehrlich. Na, wollen wir mal gucken. Vielleicht finden wir dich zufällig da schon.
Ne? Was wir hier nicht finden sollten, ist auch nicht schlimm. Das werden wir dann schon irgendwann finden. Geh weg! Ich brauch noch eine Weile. Besetz! Ein Zug. Also wenn ich hier nicht finden sollte, gehe ich mal die Geschichte weiter. Oh, man kann ihn kaufen. Na, von mir aus. Yeah. Und schön haben wir Charakter gekauft. Auch kaufen, cool. Yeah. Das läuft ja langsam. Ja, kann mit dem Schraubenschlüssel benutzt werden. Ja, ich weiß. Nur der kommt allerdings erst. Goldener Bauanleitungssteindetektor. 200.000. Ne, dafür fehlt leider das Geld. Dafür fehlt leider das Geld. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich richtig gehe. Weil sie nirgendwo. Doch hier, grüne Stadt. Steine. Okay. Ich war doch gerade schon da. Ah. Entschuldigung. Komische Tür zum Aufmachen. Ah. Über den Dächern von Flachbusch. Ja. Diese mechanischen Vögel werden unsere Nachricht verbreiten. Sie gehen in ein Internetcafé und e-mailen den übrigen Meisterbauern, die uns dann im Internetcafé in Kaffee treffen. Kuckucksheim? Moment mal. Klaviermann, aufmachen. Auf drei. Eins. Klaviermann, aufmachen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Stehen bleiben. Alles, ups. Was ich will, ist das Stück des Widerstands. Eher wollen wir, dass er stirbt, als dass du es bekommst. Ich würde nicht wollen, dass er stirbt. Hör zu, Leute. Wir können es uns einfach machen, oder... Los, weg! Sie wollen es. Feuer! Na, der wollte mal freundlich sein. Folge einfach dem großen hellen Ding am Himmel. Du meinst die Sonne? Ja, genau die meine ich. Ja. Mein Gott, ey. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Oh oh. Danke. Schmaler Weg. Sieht sehr sicher aus. Ich kann nichts Gefährliches daran erkennen. Weil du gar nichts erkennen kannst. Du bist blind. So, upsala. Warum ist es hier oben so heiß? Bin ich über einem Feuer? Nein.
Die Sonne scheint heute nur sehr stark. Geh weiter. Ja, irgendwo Wasser. Ah ja. Gute Nachricht, das Feuer ist gelöscht. Die schlechte, du hast den Weg zerstört. Da haben wir eben halt eine Brücke, ne? So, aber wie es weitergeht, meine Freunde, das sehen wir in der neuen Folge. Bis dahin. Ciao.